Über zwei Jahrzehnte ist es nun her, dass Chris McCandless alles hinter sich gelassen hat. Freunde, Familie und eine vielversprechende Zukunft. Er entschied sich für ein Leben auf der Straße. Und diese Straße wird ihn in die Wildnis führen. In die gnadenlose Wildnis von Alaska. Alaska ist hart. Die Leute haben keine Ahnung, wie ruppig es hier draußen ist, bis sie es am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die Geschichte von Chris McCandless und seine Reise in die Wildnis wurde bereits in Büchern und in Filmen erzählt. Es ist eine Geschichte, die die Welt bewegt. Er ist bis an seine Grenzen gegangen. Leider ist es nicht gut ausgegangen. Wenn man in Alaska einen Fehler macht, kann das das Leben kosten. Was ist wirklich passiert? Er war so nah dran, das perfekte Abenteuer zu erleben. Begleiten Sie uns in die Wildnis und erleben Sie die wahre Geschichte von Back to the Wild. Alaska ist ein rauer Flecken Erde. Ein gefährliches Land, das wenig Platz für Fehler lässt. Alaska hat seinen eigenen Kampf. Zu wild, um es zu bezwingen. Wenn man das trotzdem versucht, dann sollte man sich gut vorbereiten. Denn Alaska beißt zu. Für jemanden, der das Abenteuer sucht, bietet Alaska allerdings die ultimative Herausforderung. Vor allem für Männer. Die wollen wissen, wie es ist, sich gegen die Natur zu behaupten. Eine Art Männlichkeitstest. Das Problem ist nur, wenn man sich mehr vorgenommen hat, als man bewältigen kann. Die Leute wollen Abenteuer erleben, aber in einigen Fällen wird aus diesem Abenteuer leider ein Unglück. Die Menschen in Alaska nehmen das Land ernst. Sie wissen, dass ein Fehler tödlich sein kann. Ein gnadenloses Land. It's an unforgiving country. Die Weite ist einfach unglaublich. It's incredible. You can go out 2 miles. 2 Meilen außerhalb der Stadt fängt bereits die Wildnis an. Wenn man hier einen Fehler macht, kann einen das Leben kosten. Mitten in Alaska, in einem Gebiet von 15.000 Quadratkilometern Größe, ist Roger Ellis der einzige Polizist. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann wird er angerufen. Am 6. September 1992 haben Jäger in einem Bus eine Leiche gefunden. Ich kenne den Bus und weiß genau, wo der steht. Auf dem Stampede Trail, in der Nähe von Healy. Nach unserer Landung stieg ich aus und ging zum Bus. Ich wusste sofort, dass dort ein Mensch gestorben war. Das merkt man am Geruch. Ich habe Fotos gemacht. Und dann habe ich nach Hinweisen gesucht, um herauszufinden, was hier passiert sein könnte. Ob es Mord, Selbstmord oder ein Unfalltod war. Ob hier ein Verbrechen stattgefunden hat. An der Tür des Busses findet Alice eine Notiz. Und im Inneren findet er die Leiche. Der Bus ist voll mit Camping-Equipment, mit Büchern und mit unentwickelten Filmrollen. Und bei der weiteren Durchsuchung findet er noch etwas. Ich habe ein Tagebuch gefunden. Es war dann schnell klar, dass diese Person hier krank war und wohl ohne Fremdeinwirkung gestorben ist. Aufgrund der ganzen Indizien war ich sicher, dass hier keine kriminalistischen Ermittlungen nötig sind. Roger Ellis hat keine Ahnung, wer der Mann ist, den er hier vor sich hat, und gibt deshalb eine Pressemeldung heraus. Sie beinhaltet auch Auszüge aus dem Tagebuch. Die Geschichte verbreitet sich schnell im ganzen Land. Knapp 5000 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt, in Cartago, South Dakota, lebt der Farmer Wayne Westerberg.
Wir kamen mit unserem Equipment von den Feldern zurück. Und Bobby rief mich über Funk an. Er bat mich, einen bestimmten Radiosender einzustellen. Da würde über jemanden gesprochen, der in Alaska gestorben sei. Er sagte, die Beschreibung passt auf Alex. Ich hatte das ungute Gefühl im Magen, dass er das sein könnte. Als Wayne das erste Mal auf Chris trifft, nennt er ihm nicht seinen richtigen Namen. Chris reist unter dem Namen Alex Supertramp und stellt sich auch so vor. Wayne nimmt den Tramper mit und bietet ihm sogar einen Job an. Er hatte eine gute Einstellung. Er wollte arbeiten und hat sich direkt reingestürzt. Er hat schnell gelernt und er wollte die Maschinen bedienen. Er wollte, dass man ihm eine Chance gibt. Er war wie ein Kind in einem Süßwarenladen. Je länger er um mich herum war, umso mehr habe ich ihm vertraut. Er reiste quer durch die Vereinigten Staaten. Ich wusste, dass er nach Alaska wollte. Das gehörte zu dem Abenteuer dazu. Nach seinem Zeitplan wollte er im Herbst zurück sein, um uns bei der Ernte zu helfen. Und ich war davon überzeugt, dass er kommen würde. Da gab es für mich keine Zweifel. Das war eine mündliche Vereinbarung. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Aber der Herbst kommt und von Alex gibt es kein Lebenszeichen. Und die Geschichte aus dem Radio macht Wayne zunehmend nervös. Der Gerichtsmediziner in Alaska stellt unterdessen fest, dass die Leiche nur 33,5 Kilo wiegt. Und es gibt keine Anzeichen von Gewalteinwirkung. Als Todesursache wird Verhungern diagnostiziert. Im Schlafsack findet der Polizist Alice eine Geldbörse. Der Führerschein darin lautet auf den Namen Chris McCandless. Laut der Papiere handelt es sich bei der Leiche um Chris McCandless. Aber der Zustand des Körpers ließ keine Identifizierung zu. Das Lichtbild im Ausweis stimmte mit dem Gesicht der Leiche überhaupt nicht überein. Also mussten wir warten. In South Dakota wird Wayne langsam ungeduldig. Ich habe versucht, im Büro des Sheriffs anzurufen, um mit jemandem zu sprechen. Können Sie mich mit jemandem verbinden, der mit dem Fall betraut ist? Die Telefonleitungen waren mit Anrufen aus der ganzen Welt überlastet. 2 Tage lang habe ich ständig versucht, anzurufen. Am 3. Tag dann schließlich wurde ich sehr ungehalten und forderte auf der Stelle, mit jemandem zu sprechen. Das hat dann funktioniert. Wayne sucht eine von Alexes Steuermeldungen heraus und stellt dabei fest, dass Alex Supertramps richtiger Name dort eingetragen ist, Chris McCandless. Der gleiche Name wie auf dem Führerschein in der Geldbörse. Mitarbeiter der Polizei von Alaska nehmen daraufhin Kontakt zu Chris' Eltern Walt und Billy McCandless auf. Sie haben von ihrem Sohn schon seit 2 Jahren nichts mehr gehört. Sie haben es mir erzählt und ich bekam einen Schock. Als Walt nach Hause kam, hat er mich ins Schlafzimmer gelegt. Ich bin für 5 Tage im Bett geblieben. Ich habe nicht gegessen und nicht gesprochen. Als Chris starb, war ich wütend. Das war das Gefühl, das ich hatte. Es hat mich überrascht. Ich kann nicht sagen, warum ich wütend war, aber so war es. Ich war nicht wütend auf ihn oder die Welt oder so. Ich war einfach nur wütend. Die Leiche aus dem Bus ist jetzt identifiziert. Viele Rätsel jedoch noch ungelöst. Die wichtigste Frage für uns ist, warum? Als nächstes wie und wo. Aber für Eltern ist wohl die wichtigste Frage, warum? Die einzigen Dinge, die Chris hinterlassen hat, sind ein paar Fotos und sein Tagebuch. Dort befindet sich für jeden der 113 Tage in Alaska ein kryptischer Eintrag. An Tag 1 liest man Exit Fairbanks. Raus aus Fairbanks mit Galleon. Sitting Galleon. Jim Galleon ist Elektriker. Ich war auf dem Weg von Fairbanks nach Anchorage. Als ich den Tramper gesehen habe, habe ich den mitgenommen. Wenn ich im Winter unterwegs wäre, würde ich mich freuen, wenn mich jemand mitnimmt.
Hey, where are you headed? Stampede Trail. All right. Jim merkt schnell, dass dieser Junge irgendwie anders ist. Ich fragte ihn nach seinem Namen und er sagte Supertramp. Ich sagte Supertramp. Und dann verriet er mir seinen Vornamen. And then he told me his first name was Chris. Und ich sagte, Chris Supertramp? Chris Supertramp? Ich versuchte es noch einmal, aber er wollte mir seinen Nachnamen nicht nennen. But he refuses to give his last name. Chris sagt, dass er in die Wildnis aufbrechen möchte, um sich dort nur davon zu ernähren, was die Natur hergibt. Er wollte von mir wissen, wo der Stampede Trail ist. Er wusste nicht viel über die Gegend, aber er hatte in einem Buch über den Stampede Trail gelesen. Dort wollte er hin. Er schien gebildet zu sein, aber zu naiv, um zu wissen, worauf er sich einließ. Er hatte einen billigen Rucksack und ein billiges Zelt dabei. Dann noch ein Gewehr und 200 Schuss Munition. Das reicht für hier oben aber nicht. Er hatte keine Gummistiefel, kein Regenzeug dabei. Er war schlichtweg nicht vorbereitet. Dieses Land ist schwierig. Das Wetter kann sehr extrem sein und sich sehr schnell ändern. Die Leute haben keine Ahnung, wie ruppig es hier draußen ist, bis sie es am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ich habe versucht, ihn zu überreden, jemandem Bescheid zu sagen, wo er ist und wie lange er bleibt. Aber davon wollte er nichts wissen. Als wir am Ende der Straße ankamen, war er sehr aufgeregt. Er nahm seine Uhr ab und legte sie mit 85 Cent Kleingeld und einer alten Straßenkarte auf das Armaturenbrett. Ich sagte, ich brauche das nicht. Und er antwortete, ich auch nicht. Ich will nicht wissen, wie spät es ist oder welcher Tag ist. Ich will nicht wissen, wo ich bin. Er war startklar. Ich hatte noch ein paar feste Stiefel in meinem Truck. Die habe ich ihm gegeben. Und dann noch mein Lunchpaket. Die Stiefel hat er angezogen. Und dann hat er mich noch gebeten, ein Foto von ihm hinter meinem Truck zu machen. Und dann war er weg. And then Chris just took off. All right, good luck. Thank you. He couldn't wait. Er konnte es nicht abwarten. Nach einigen Tagen verlässt Chris McCandless den Stampede Trail und läuft querfeldein in die Wildnis. Auf seinem Weg muss er den Teklanika River überqueren. Im Winter führt der Fluss wenig Wasser und ist größtenteils zugefroren. Ihn zu überqueren scheint kein großes Problem zu sein. Doch dann... Das Wasser ist eiskalt und Chris muss kämpfen, um wieder herauszukommen. Seine Risikobereitschaft stellte alles in den Schatten. Jedes Mal, wenn man etwas riskiert und man überlebt, wird man mutiger und ist sich der Gefahren weniger bewusst. Man stumpft ab. Seine ganze Reise spiegelt diese Einstellung wider. Bevor Chris in Alaska ankommt, ist er schon lange allein im Land unterwegs gewesen. Aber überall hat er sich Freunde gemacht. Ich habe Alex Supertramp vor 20 Jahren kennengelernt. Ein Anhalter, der faul am Straßenrand gesessen und Beeren aus einer Milchflasche gegessen hat. Mit einem Buch in der Hand. Er hat seinen Daumen in die Höhe gehalten und ich habe gesagt, wir müssen den Jungen mitnehmen. Der wird sonst nie mitgenommen. Das ist der faulste Anhalter, den ich je gesehen habe. Jen und ihr Freund Bobcat nehmen Chris, alias Alex Supertramp, in ihrem Wagen mit. Hey boy, you hitchhiking? Ich mochte Alex Supertramp von Anfang an. Als er mir seinen Namen das erste Mal nannte, Supertramp, da musste ich lachen. Der Junge war noch nicht viel per Anhalter gefahren. Man musste nur 10 Minuten mit ihm über Alaska sprechen und man wusste, dass es eine Herzensangelegenheit für ihn ist. Er war gierig darauf, alles über einen unkonventionellen Lebensstil zu lernen.
Essen draußen zuzubereiten, die Berge zu besteigen. Bobcat hat angefangen, vom Überleben in der Wildnis zu erzählen. Von Hütte zu ziehen, unterwegs zu duschen und auf Güterzüge aufzuspringen, das hat ihm gut gefallen. Ich fragte, ob seine Eltern wüssten, wo er sei. Und er antwortete, nein, er habe ihnen nicht geschrieben und es auch noch nicht bereut. Er erzählte, wie er sein Geld in der Wüste verbrannte und seine Nummernschilder vergraben hat. Ich habe ihn gefragt, bist du verrückt? Jan und Bobcat nehmen Chris mit zu einer Community namens Slab City. Das ist eine lose Gemeinschaft von Aussteigern, die den Winter in ihren Wohnmobilen auf einer verlassenen alten Militärbasis in der Nähe von Nilland, Kalifornien, verbringt. Hier konnte man frei leben. Es gab keinen Strom, kein fließendes Wasser. Man kann hier tun, was man will. Wir hatten alles. Ich habe 3 Tage mit ihm verbracht und es war fantastisch. Wir sind überall gewesen. Ich habe ihn in die Berge gebracht. In der letzten Nacht hier haben wir ein Lagerfeuer gemacht. Nur wir beide. Alex hatte etwas Besonderes. Er war sehr anziehend. Ich habe ihn bewundert. An dem Tag, als er sich verabschiedet hat, war ich am Boden. Sein Traum war Alaska. Dort wollte er hin. Das war immer sehr präsent. Darauf liefen all seine Pläne hinaus. Jeder Platz, den er besuchte, jeder Ort, an dem er war, war nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Alaska. Chris verlässt Slab City und setzt seine Reise fort. Allerdings hält er den Kontakt zu Jan und schickt ihr seine letzte Postkarte aus Fairbanks. Dies ist die letzte Nachricht, die ihr von mir bekommt. Ich werde jetzt loslaufen und in der Wildnis leben. Es war toll, dich zu kennen. Ich war sehr besorgt. Es war toll, dich zu kennen. In der Wildnis leben. Ich fragte Bobcat, was er vorhat. Herausgehen und sterben? Er antwortete, nein, er will dort leben. Chris McCandless verlässt nach dem College die Geborgenheit seines Zuhauses und zieht in die Wildnis. Die Suche nach dem Abenteuer und das Bedürfnis, nach seinen eigenen Regeln im Einklang mit der Natur zu leben, bringen ihn dazu, alles hinter sich zu lassen. Er möchte sich der ultimativen Herausforderung stellen. Alaska. Einige Tage nachdem Jim Gallion ihn am Stampede Trail abgesetzt hat, macht Chris eine erfreuliche Entdeckung. Er findet einen alten, verlassenen Bus. Sein Tagebucheintrag von diesem Tag lautet: Magischer Bustag. Der Bus ist alt und heruntergekommen. Aber hier, mitten im Nirgendwo, ist er ein echter Glücksfall. Die Euphorie, die er empfindet, schnitzt er in ein Stück Holz. 2 Jahre ist er auf Wanderschaft. Ultimative Freiheit. Ein Extremist, dessen Heimat die Straße ist. Um nicht länger von der Zivilisation vergiftet zu werden, flieht er und wandert alleine, bis er sich in der Wildnis verliert. Alex Supertramp, Mai 1992. McCandless benutzt den Bus als Basislager. Hier lässt er sich nieder und richtet sich sein Leben in der Wildnis ein. Das Bedürfnis, in der Wildnis zu überleben, kann man nicht logisch erklären. Es ist so aufregend. Man fühlt sich wohl und selbstbewusst dabei. Man weiß, egal was passiert, man kann für sich selbst sorgen. Aber Alaska ist anders als andere Orte auf der Welt. Und die Hürden hier hängen sehr hoch. Auszüge aus Chris' Tagebuch nach seiner ersten Woche im Bus.
Schwäche. Eingeschneit. Unglück. 4 Tage hungern. Chris McCandless hat sich einen Teil von Nordamerika ausgesucht, wo eine extrem geringe Dichte an pflanzlichen Lebensmitteln herrscht. Es gibt auch nicht besonders viele essbare Tiere. Er hat sich für das schwierigste Gelände entschieden, das es gibt. Chris hat zuvor schon mehrere gefährliche Situationen überlebt. Deshalb ist er zuversichtlich, dass ihm nichts etwas anhaben kann. Allerdings war er vorher auch noch nie in der Wildnis von Alaska. Es war Frühjahr. Nachts lagen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und tagsüber nur knapp darüber. Aber das schien ihn nicht zu interessieren. Er war nicht vorbereitet. Einige Monate zuvor versucht Jan Burris in Kalifornien noch, ihm bei seinen Vorbereitungen zu helfen. Ich hatte ihn wegen seines Rucksacks geneckt und er antwortete, ich bin ein Kind reicher Eltern, den habe ich von meinem Vater. Und einmal sagte ich, er bräuchte einen besseren Schlafsack, da war er richtiggehend beleidigt und meinte, meine Mutter hat den Schlafsack für mich gemacht. Das war der Schlafsack, in dem er gestorben ist. Jan gibt ihm Ratschläge und bietet ihm wärmere Kleidung an. Ich gab ihm lange Unterwäsche, Dinge, die er in Alaska brauchen würde. Er wollte mich nicht enttäuschen, aber er hat sie nicht mitgenommen. Alex wusste viel über Bücher, aber es gab auch eine Menge Dinge, die er nicht wusste. Eine solche Reise kann man nicht einfach so unternehmen, das überlebt man nicht. Chris wurde für die Fehler bei seinem Alaska-Trip im Nachhinein noch viel kritisiert. Und tatsächlich hat er es sich dadurch nicht immer leicht gemacht. Vielleicht hat er diese Entscheidung aber auch ganz bewusst getroffen, um die Reise anspruchsvoller zu gestalten. Die Leute, die in die Wildnis ziehen, sind meistens sehr gut vorbereitet. Chris hat sich darum überhaupt nicht gekümmert. Im Mai wird es wärmer in Alaska, das Nahrungsangebot größer. Aus seinem Tagebuch: Schneehühner, Eichhörnchen, Stachelschweine, Wildgänse. Aber das reicht nicht. Chris verbraucht bei seiner Jagd nach Nahrung mehr Kalorien, als seine Beute ihm liefert. Jemand, der viel Erfahrung im Jagen und Sammeln von Nahrung hat, der bräuchte vermutlich 4 Stunden täglich, um sich zu ernähren. Bei jemandem ohne diese Fähigkeiten wird die Jagd nach Essen wahrscheinlich den ganzen Tag dauern. Und dann wäre am Ende des Tages immer noch nicht genug zu essen da. Aber Chris macht sich da noch keine Sorgen. Auf seinen Reisen hat er seinen Körper schon häufiger bis an seine Grenzen gebracht. Er ist ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern, nach neuen Herausforderungen. Kurz nach seinem College-Abschluss entscheidet sich Chris beispielsweise dazu, den Colorado River hinunter zu paddeln. Eine gefährliche Reise. Viele Menschen haben auf diesem Fluss bereits ihr Leben verloren. Aber McCandless macht sich keine Sorgen. Einen Monat bekommt ihn niemand zu Gesicht. Er lebt in dieser Zeit von einem 2,5 Kilo Sack Reis und von den Fischen, die er fängt. Er wächst mit den Herausforderungen. Aus seinem Tagebuch: Ist das derselbe Alex, der 1990 loszog? Unterernährung und die Straße haben ihren Tribut von seinem Körper gefordert. Über 25 Pfund verloren. Aber sein Geist ist wach. Chris hat also schon einige Erfahrungen gesammelt. In Alaska zu überleben ist jedoch eine ganz andere Liga. Wenn man nur kurze Zeit in einer Situation überleben muss, dann sind Dinge wichtig wie Kleidung, Obdach und Feuer. Dauert es etwas länger, muss man sich um sauberes Wasser kümmern. In einer langanhaltenden Überlebenssituation, in der man sich tatsächlich von der Natur ernähren muss, liegt der primäre Fokus auf der Nahrungsbeschaffung. Die Eichhörnchen, die zusätzlich zu den Pflanzen auf dem Speiseplan stehen, reichen nicht aus, um Chris Ernährung zu gewährleisten.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man in Alaska ein Spiel mit sehr strengen Regeln spielt. Eichhörnchen sind extrem kleine Viecher, Kaninchen auch. Alleine davon kann man einfach nicht überleben. Man muss große Tiere jagen, die viel Fleisch haben. Karibus oder Elche zum Beispiel. Chris hat schließlich tatsächlich großes Glück. Neben den Büffeln gehören Elche zu den größten Tieren in Amerika. Ein Elch liefert zwischen 200 und 500 Kilogramm Fleisch. Das ist genug, um Chris' Überleben für einen langen Zeitraum zu sichern. Das Gewehr, das Chris dabei hat, hat eigentlich ein zu kleines Kaliber, um damit einen Elch zu erlegen. An diesem Tag aber klappt es trotzdem. Chris ist begeistert. Das ist ein Riesenerfolg. Mit diesem Elch scheinen seine Nahrungsmittelprobleme gelöst zu sein. Aber sofort steht er vor dem nächsten Problem. Chris brauchte eine Möglichkeit, den Elch aufzubewahren. Man muss hier oben sehr genau wissen, wie man sein Fleisch behandelt. Alle Jäger in Alaska hätten ihm gesagt, dass man sehr schnell handeln muss, nachdem man das Tier getötet hat. Sofort nach dem Schuss muss man sich um das Fleisch kümmern. Chris ist aber kein Jäger, er ist ein Weltenbummler. In Dakota hat man ihm erklärt, dass Räuchern eine Möglichkeit sei, Fleisch haltbar zu machen. Und einer seiner Freunde von unterwegs hat ihm erzählt, dass man eine Räucherkammer baut, indem man ein Loch in einen Hügel gräbt. 4 Tage braucht Chris, um den Elch zu zerlegen und in seine provisorische Räucherkammer zu bringen. Das wird sich als großer Fehler erweisen. Jedes Überlebenstrainingsbuch empfiehlt zur Konservierung, das Fleisch zu trocknen. Man schneidet es in dünne Streifen. Die kann man in der Sonne oder über dem Feuer trocknen. Aber das hat Chris nicht getan. Die Situation ist schon schlimm, aber es kommt noch schlimmer. Überall Maden. Räuchern ist wirkungslos. Eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte den Elch nie erschossen. Eine der großen Tragödien meines Lebens. Chris hatte keine Ahnung, wie man Fleisch konserviert. Das war sein größter Fehler. Dieser Fehler hat ihn nicht nur körperlich geschwächt. Ich glaube, das hat ihn auch mental destabilisiert. Hätte er gewusst, was zu tun ist, hätte er genug Nahrung gehabt, um Monate zu überleben. Das Fleisch des Elchs ist verdorben. Langsam wird seine Situation kritisch. Er kann nur noch genug Elchfleisch für eine einzige Mahlzeit retten. Chris schreibt in sein Tagebuch: Versuche vom Elch zu retten, was geht. Muss lernen, meine Fehler zu akzeptieren, so groß diese auch sein mögen. Ohne das Elchfleisch schrumpft Chris' Ernährung wieder auf ein Minimum. Er bekommt nicht einmal genug, um seinen gröbsten Hunger zu stillen. Seinem Tagebuch konnten wir entnehmen, dass er bereits nach kurzer Zeit an Mangelernährung und Hunger litt. Die meisten Personen, die die Aufzeichnungen gelesen haben, waren erstaunt, dass es hauptsächlich ums Essen geht. Die Menschen sind so ausschließlich mit dem Problem der Lebensmittelbeschaffung beschäftigt, dass sie an nichts anderes denken können. In den folgenden Wochen hungert Chris. In seinem Tagebuch befinden sich an den einzelnen Tagen nur Striche, wohl als Hinweis darauf, dass es nichts zu essen gab. Wenn er kein Fleisch erjagen kann, ernährt er sich von Pflanzen und Beeren. Er hat ein Buch über essbare Pflanzen dabei und studiert es stundenlang. Er isst viele der Pflanzen, die er in der Nähe des Busses finden kann. Aber das reicht nicht. Man kann sich nicht ein Buch kaufen und glauben, mit diesem Wissen in der Wildnis überleben zu können. Man kann lernen, welche Pflanzen essbar sind. Aber man braucht mehr als 1 oder 2 Wochen, um die Fähigkeiten zu erwerben, die für ein Überleben in der Wildnis wichtig sind. Chris
Chris McCandless hat inzwischen 2 Monate in der Wildnis gelebt und sich von dem ernährt, was die Natur ihm bietet. Er lebt seinen Traum, aber er fühlt sich einsam. Er beschäftigt sich mit seinen Büchern. In dem Buch Familienglück schreibt Tolstoi, das einzig wahre Glück ist, für andere zu leben. In seinem Tagebuch schreibt Chris, Glück ist nur echt, wenn es geteilt wird. Nach 66 Tagen in Alaska trifft Chris eine Entscheidung. Er beschließt, in die Zivilisation zurückzukehren. Vom Bus über den Stampede Trail zurück zum Ausgangspunkt sind es nur 30 Kilometer. Das einzige Hindernis auf seinem Weg zum Ziel ist der Teklanika River. Aus dem schmalen Rinnsal vom Hinweg ist ein reißender Fluss geworden. Das Schmelzwasser hat ihn anschwellen lassen. Chris weiß nicht, was er tun soll. Um nach Hause zu kommen, muss Chris den Fluss überqueren. Er versucht es und unterschätzt dabei die Stärke der Strömung. Er rutscht aus und hat kaum noch die Kraft, sich ans Ufer zu retten. Aussteiger Chris McCandless möchte nach Hause zurückkehren. Das Einzige, was ihn jetzt noch davon abhält, ist der Teklanika River. Wenn man den Tech überquert hat, ist man erstaunt, wie breit er ist. Wo er den Stampede Trail kreuzt, ist er 3 Blocks breit. Chris hätte nur über diesen Fluss kommen müssen. Dann wäre er in die Zivilisation zurückgekehrt. Er war bei guter Gesundheit. Er hätte sich aufgepäppelt und hätte eine wunderbare Geschichte zu erzählen gehabt. Es wäre eine Geschichte über ein geradezu perfektes Abenteuer gewesen. Er war so nah dran. Chris denkt, er könne den Fluss bezwingen. In der Vergangenheit hat er ja immer einen Ausweg gefunden. So wie 1,5 Jahre zuvor im Golf von Kalifornien. Da war er mit seinem Kanu zu weit rausgepaddelt. Nachdem er eine gefühlte Ewigkeit lang gegen die Wellen und Strömung angekämpft hat, erreicht er schließlich doch noch das rettende Ufer. Das war so eine Erfahrung, bei der Chris dem Tod ins Auge geblickt und überlebt hat. Aber in Alaska ist der Fluss einfach zu stark. Er hat keine Chance, ihn an dieser Stelle zu überqueren. Nachdem er festgestellt hat, dass er den Fluss dort nicht überqueren kann, hätte er noch ein paar Möglichkeiten gehabt. Eine davon war, es an einer anderen Stelle zu versuchen. 2 Kilometer flussaufwärts teilt sich der Fluss in kleinere Flussarme auf, die er hätte überqueren können. 2 Kilometer flussabwärts ist ein Seil über den Fluss gespannt, an dem ein Korb angebracht ist, damit Jäger ihn überqueren können. Aber Chris kennt die Gegend nicht und weiß nichts von diesen Möglichkeiten. Er hatte eine Aversion dagegen, zu gut vorbereitet zu sein. Das hätte das Abenteuer geschmälert. Er hat seine letzte Kraft aufgebraucht. Es gibt nur einen Platz, wo er sich sicher fühlt. Also geht er wieder zurück zum Bus. Das war seine Entscheidung. An diesem Tag schreibt Chris: Disaster. Unglück. Flussüberquerung unmöglich. Einsam. Angst. Er wusste, dass er aus Alaska raus muss. Und er hat entdeckt, dass er nicht konnte. An dem Punkt muss ihm klar geworden sein, dass diese Situation hier sich von vorherigen unterscheidet. Er war einfach zu schwach, um sich auf den Weg zu machen. Er war buchstäblich gefangen. Die nächsten 30 Tage sind hart. Chris verbringt die meiste Zeit mit der Suche nach Nahrung. An den meisten Tagen kommt er jedoch mit leeren Händen zum Bus zurück. Er hungert und sein Körper wird immer schwächer. Menschen mögen instinktiv besonders Lebensmittel mit einer hohen Kaloriendichte.
wie zum Beispiel ein Stück Butter, viele Kalorien in einem kleinen Stück. Davon gibt es in der Wildnis aber nicht so viel. Man muss sich also mit weniger kalorienhaltigen Lebensmitteln zufrieden geben. Dafür muss man aber mehr Nahrung zu sich nehmen, um sich mit ausreichend Kalorien zum Überleben zu versorgen. Bei seiner Größe braucht Chris mindestens 3000 Kalorien am Tag. Um so viele Kalorien zu sich zu nehmen, muss man 4 bis 5 Kilogramm Wurzeln oder 10 Kilogramm Blaubeeren essen. Oder er hätte 25 Eichhörnchen pro Tag essen müssen. Das sind verdammt viele Eichhörnchen. That's a heck of a lot of red squirrels. Chris schreibt in sein Tagebuch. Tag 100. Hab's geschafft. Bin aber in der schlechtesten Verfassung meines Lebens. Der Tod taucht als ernste Bedrohung auf. Zu schwach, um rauszugehen. Bin buchstäblich in der Wildnis gefangen. Chris schreibt seine letzte Notiz und macht ein Bild von sich. Ich hatte ein glückliches Leben und danke dem Herrn. Macht es gut und Gott segne euch. Dieses Bild kann ich mir gut ansehen. Ich sehe direkt in seine Augen. Es regt Walt auf, aber dieses Bild gibt mir Frieden. Ich weiß, dass Chris seinen Frieden gefunden hat. Mit dem Bild habe ich immer noch Probleme, weil ich an die Folgen denke. Das ist der Grund. Auf der anderen Seite ist es das einzige Bild, von dem er mehrere gemacht hat. Er wollte sicher gehen, dass seine Botschaft vermittelt wird. Es sagt so viel aus. Er hatte erreicht, was er erreichen wollte, und er bereute nichts. Er ist auf dem Weg. Er macht jetzt eine andere Reise. Am 13. August 1992 kriecht ein körperlich entkräfteter Christopher McCandless in den Schlafsack, den seine Mutter für ihn genäht hat. Ich hörte ihn schreien, Mom, hilf mir, bitte hilf mir. Ich wurde wach und weckte Walt. Der fragte, was los sei. Ich sagte, dass Chris gerade nach mir gerufen habe. Er fragte, was? Er hat nach mir gerufen, er ist in Schwierigkeiten. Wir haben uns angesehen und ich fragte, was sollen wir tun? Und er sagte, beten. Mehr können wir nicht tun. In dieser Nacht stirbt Chris allein im Fairbanks City Transit Bus 142. Sein letzter Tagebucheintrag ist Tag 113. Einfach eine eingekreiste Zahl. Er war in vielen Situationen, in denen er bis an seine Grenze gehen musste. Zurückschauend muss man sagen, dass er in diesem Fall sein Glück ein wenig zu sehr herausgefordert hat. Hat das Schicksal ein bisschen zu sehr beansprucht und das ist nicht gut gegangen. Das Schicksal von Chris wurde in etlichen Büchern und Filmen erzählt. Und auch nach 20 Jahren berührt es die Menschen noch. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich daran denke, wie er gestorben ist. Wenn ich mir die Trauer seiner Eltern vorstelle. Aber ich bin so dankbar, dass er mein Freund war. Und ich glaube, er wäre es heute noch, wenn er noch am Leben wäre. An Tag 107 schreibt Chris in sein Tagebuch: Wunderbare Blaubeeren. An den 5 darauffolgenden Tagen befindet sich hinter den Tagen lediglich eine Linie. Da findet sich wohl gar keine Nahrung mehr. Während er nach Beeren sucht, klebt er einen Zettel an den Bus, dass er dringend Hilfe braucht. Er hofft, dass vielleicht zufällig ein Jäger vorbeikommt. Er hat eine außergewöhnliche Art gefunden, ein Buch zu schreiben. Into the Wild, die Abenteuer von Chris McCandless. Er hat den Stoff für sein Buch geliefert. Sein erstes und sein einziges. Mit ihm haben wir einen Abenteurer verloren.
Und ich finde, das tut weh. Ich weiß nicht, was wir ohne die Tagebucheinträge und ohne die Bilder getan hätten. Und ohne seine Freunde, die er unterwegs kennengelernt hat. Wenn sie sich nicht gemeldet hätten und in ihrer Freundschaft angeboten hätten, uns zu erzählen, was Chris erlebt hat, wir hätten niemals von seinen Reisen erfahren und von den Dingen, die er für sich erreicht hat. Er hat einiges erreicht. Er hat mit 24 Jahren seinen Frieden gefunden. Am 20. Todestag von Chris unternehmen Billy und Walt eine Reise zum Bus 142. Dort bringen sie eine Gedenkplakette zu Chris' Ehren an. Um Chris' Geschichte lebendig zu halten, haben sie eine Stiftung gegründet, die sein Leben in Büchern und in Filmen erzählen lässt. Chris war ein Abenteurer, ein Macher. Er hat das normale Leben hinter sich gelassen und versucht, einen neuen Lebenssinn auf der Straße zu finden. Eine Straße, die ihn durch das ganze Land führte, bis nach Alaska. Seine Reise endete tragisch, aber sein Abenteuergeist hat viele Menschen inspiriert. Inspiriert, hinauszugehen, die Natur zu erleben und aus den eigenen Fehlern zu lernen.